ausschließlich, aber vorwiegend mit Medienthemen. Jörg Wagner ist zugleich, ich glaube, das kann man sagen, ein Beispiel und Vorbild in Sachen innerer Rundfunkfreiheit, denn er hat im vergangenen Jahr die Affäre beim RBB so akribisch, wie kritisch, wie unaufgeregt, wie augenscheinlich angstfrei begleitet. Herr Wagner, bitte sehr. Vielleicht was zur Angstfreiheit. Ich bin in der DDR groß geworden, durfte bei DT64 angstfrei schon Radio machen, ehrlich jetzt, und habe durch die Wende, durch die politische Wende in der DDR mitbekommen, wie stark das System des Artikel 5 ist, was gerade auch nochmal bestätigt wurde, und hatte zu keiner Zeit jetzt beim RBB das Gefühl, dass ich Angst haben müsste, weil wir haben einen wirklich starken Artikel 5. Das wollte ich nur sagen. Herr Kirchhoff, entschuldigen. Ja. Darf ich Nehmen mit Sie Ihnen reden? Platz. Ja. Ich bitte Sie, die Panelisten, erstmal ganz zwanglos auf die Bühne. Ich stelle Sie dann mit einer Frage kurz vor. Vielleicht kann ich mit Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff anfangen, während die anderen noch den Weg zur Bühne finden. Wann sind Sie zum ersten Mal mit diesem uns heute beschäftigenden European Media Freedom Act in Berührung gekommen? Weil man muss sagen, Sie sind inzwischen pensioniert, wohlverdient seit 2018, sind der jüngere Bruder von Paul Kirchhoff, der uns zusammen mit Hermann Eicher den Rundfunkbeitrag sozusagen vorgedacht hat, den wir heute 10 Jahre lang dankenswerterweise zu einer stabilen Rundfunkversorgung haben, abgekoppelt seinerzeit damals von der gerätebezogenen Rundfunkgebühr und uns dann für die digitale Welt fit gemacht hat, auch verantwortungsbewusst mit den beitragszahlenden Menschen umzugehen. Aber jetzt nochmal zum sogenannten Empfer, wie er gern genannt wird. Wann ist der bei Ihnen in den Blickfeld geraten? Eigentlich mehr nur so wissenschaftlich im Bereich der Gesetzgebungsvorbereitungen und natürlich auch sofort im Chor der Kollegen, was die Kompetenzfrage angeht, brauchen wir das Gesetz und so weiter. Aber das ist noch sehr im theoretischen Bereich, ja. Aber, und zur Rechten von Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff ist, wir haben Sie schon vorhin im Vortrag gesehen, ich glaube, die Person, die am dichtesten dran war bei der Entwicklung des EMFA, das kann man noch wohl schon so sagen, Renate Nicolai als stellvertretende Generaldirektorin. Ich lasse mal jetzt diese Unterregionen weg. Sie wurden ausführlich vorgestellt. Das ist aber natürlich nicht Ihr normales Themenfeld, ne? Kommunikationstechniken und Medienfreiheit. Wann wurden Sie einbezogen und wer war eigentlich der Ideengeber? Der ist bisher irgendwie immer verschwiegen worden. Dazu muss ich sagen, dass ich in meiner Rolle als stellvertretende Generaldirektorin erst seit 1. Dezember bin und davor 8 Jahre Kabinettschefin von Vera Jourova war. Vera Jourova ist die EU-Kommissarin. Sie ist die Vizepräsidentin jetzt, sie war Justizkommissarin, jetzt ist sie Vizepräsidentin und unter anderem für die Medien zum ersten Mal eine Vizepräsidentin, die sozusagen die gesamten Medienthemen gruppiert. Und ich glaube, diese Jahre waren sehr prägend, weil wir in diesen Jahren, das habe ich versucht in meinem Vortrag zu beschreiben, tatsächlich Verfehlungen beobachten konnten in einigen Mitgliedstaaten, die leider nicht das Bild abgeben, was Professor Kirchhoff für die Bundesrepublik richtig beschrieben hat, sondern wirklich bedenkliche Entwicklungen. Darf ich da ganz kurz noch zwischengrätschen, weil das ist mir in Ihrem Vortrag aufgefallen. Sie sprechen gern von wir. Wer ist dieses wir? Wen Ja, ich. vertreten Sie? Welche politische Strömung? Welche Gruppe von Menschen? Ich würde mal sagen, wir sind in der EU aus dem Ende der Naivität aufgewacht, dass, was wir festgehalten haben in unserem Vertrag mit den Grundprinzipien von Artikel 2, Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, dass das immer so sein wird, dass wir aufgewacht sind und gesehen haben, es gibt Mitgliedstaaten, da wird die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt. Es gibt Mitgliedstaaten, da gibt es große Verwerfungen im Bereich der Medienfreiheit. Soweit so Und gut. wir haben darauf Aber wer ist reagiert. wir? Wir in der Kommission sind immer Initiator, aber das ist mittlerweile eine Debatte, die in Europa überall angekommen ist. Die Minister treffen sich regelmäßig und reden über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten. Im Europäischen Parlament gibt es regelmäßige Debatten über diese Sachen. Das ist ein europäisches Thema. Das ist nicht ein Elfenbeinturm in der Kommission, sondern das ist wirklich angekommen. Das ist sozusagen Mainstream in der europäischen Debatte. Sagen Sie uns noch freundlicherweise den Urheber
die Person vielleicht, den Impulsgeber, für diese Beobachtung, die Sie gesagt haben, umzusetzen in eine Verordnung. Da muss es doch Energie geben, da muss es doch auch Kräftebündelung geben. Wer ist da sozusagen derjenige, der den Impuls gesetzt hatte? Ich habe als Kabinettschefin sichergestellt, dass es vor 2 Jahren in der Lage der Situation der Europäischen Union, die Frau Präsidentin von der Leyen vorgestellt hat, als Idee drin stand. Okay, dann sprechen wir ja heute wirklich an der Quelle. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Dann Heike Raab, Sie sind allen bekannt, die hier zumindest auf diesem Gelände agieren, weil Sie auch schon öfter zu Gast waren, als die Koordinierung der Medienpolitik in Deutschland mit der Rundfunk-Länderkommission in Mainz angesiedelt, bei Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin. Aber, und das merkt man immer erst, wenn man tatsächlich merken tut man das schon eher, aber in dem Zusammenhang, dass Sie eigentlich auch für Europaangelegenheiten einen Untertitel als Staatssekretärin führen. Insofern doppelte Besetzung heute, sehr gut. Aber wann sind Sie, in welcher Eigenschaft, zum ersten Mal mit diesem europäischen Medienfreiheitsgesetz oder der Verordnung in Berührung gekommen? Man muss dazu sagen, im September vergangenen Jahres ist das zum ersten Mal so richtig in der Medienöffentlichkeit aufgepoppt. Wir seitens der Rundfunkkommission der Länder und ich habe jetzt die Situation, dass wir Vorsitzland sind, aber ich bin die sogenannte Bevollmächtigte und Staatssekretäre in einer Staatskanzlei haben komische Titel. Der eine ist meistens der CDS, der Chef der Staatskanzlei und bei uns ist es so, dass die Bevollmächtigte für den Bund, für Europa und auch für Medien zuständig ist. Und der European Media Freedom Act ist eben auch auf allen Ebenen zu verhandeln und das ist eben das Wichtige. Und insofern war es eine Verbindung des Vorsitzlandes, der Rundfunkkommission. Wir haben früh von Anfang an bereits nach der State of the Union Speech, das war sie von Ursula von der Leyen vor 2 Jahren, den ersten Austausch auch mit Vera Jourova und Renate Nicolai gehabt. Da war nur die Ankündigung im Raum stehend, dass im September diese Rede stattfinden wird und haben dann mit 3 Stellungnahmen im Bundesrat das Gesetzgebungsverfahren bis heute begleitet. Und wir hatten gestern wieder eine Kommissionssitzung der Rundfunkkommission und wir stellen uns jetzt auf den Trilog ein und wir werden am 24. November erneut Stellung nehmen, weil es für uns ein ganz entscheidendes Werk ist. Und ich sage, das ist ja nicht das erste Werk oder Rechtsakt, der auf der europäischen Ebene auch Einwirkungen hat auf die deutsche Medienordnung, die Herr Professor Kirchhoff so trefflich an Artikel 5 dargestellt hat. Er hat Artikel 4 erwähnt und ich will auch die audiovisuelle Mediendienstrichtlinie nennen, die von 2015 an uns 3 Jahre beschäftigt hat. Und die wir in Deutschland als erstes Land von jetzt nur noch 27 Mitgliedstaaten umgesetzt haben, wo wir bereits Plattformregulierung, Intermediärsregulierung in den Blick genommen haben und nach 23 Rundfunkstaatsverträgen den ersten Medienstaatsvertrag aufgelegt haben. Das war eine Umsetzung von europäischem Recht, die aber auch die Transformation der digitalen Weiterentwicklung, die auch das Bundesverfassungsgericht in den letzten Urteilen auch immer wieder um die Neujustierung oder Kalibrierung des Grundversorgungsauftrages vorzuschreiben, die haben wir dort auch aufgenommen. Und jetzt arbeiten wir seit gestern am 5. Medienänderungsstaatsvertrag. Es geht zügig voran. Also man merkt schon in Ihrer Rede, Sie changieren immer zwischen EU und Deutschlandpolitik hin und her, wunderbar. Dann begrüße ich ganz herzlich auf der Bühne Sigrun Albert. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des BDZV, des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger. Früher mal nur deutscher Zeitungsverleger, aber in der Namensänderung hat man jetzt auch schon signalisiert, in welcher Zeit man lebt und mit welchen Problemen man zu kämpfen hat. Warum, also nicht warum Sie hier sitzen, das ist klar, wenn man Sie eingeladen hat, aber warum fühlen Sie sich berufen für den BDZV zu sprechen, weil da geht es doch eigentlich um die schwarzen Schafe und nicht so sehr um die, ich glaube, 78 Jahre lang gewachsenen Verlegertraditionen, die mit die Demokratie hier stabilisieren. Was interessiert Sie daran und wann sind Sie tatsächlich zum ersten Mal mit diesem
EMFA in Verbindung gekommen? Ich fange mal mit dem leichten Teil der Frage, wobei sind beide beantwortbar, weil das vielleicht auch ein bisschen typisch ist für den Umgang der deutschen oder der deutschsprachigen Medienszene mit solchen Regulierungsansätzen. Ich bin beim BDZV erst seit 1,5 Jahren, ich war vorher immer in Unternehmen tätig, in Managementpositionen, zuletzt auch noch dazu in der Schweiz, die natürlich vom EMFA gar nicht betroffen wäre. Und bevor das erste Mal wirklich bewusst wurde mir, was angedacht ist, als mich die künftigen Kollegen des BDZV so ein bisschen vorbereiteten, ich hatte mich bei einer Delegiertenversammlung vorzustellen, den Delegierten, das war im Februar 22 und da habe ich das allererste Mal überhaupt wahrgenommen, was passiert oder was passieren soll. Ich hatte sehr wohl DSA und DMA mitbekommen. Ich habe das auch als, so aus der Ferne als gut empfunden, dass versucht wird, die Plattformen zu regulieren. Da gibt es sicherlich auch noch einiges dazu zu sagen, zu den Bemühungen. Aber vom EMFA hatte ich eigentlich nichts mitbekommen. Und meine erste Reaktion, als die Kollegen mir davon erzählten, die sich natürlich sehr viel besser damit auskennen, ich bin auch keine Juristin, muss ich dazu sagen, war, das kann ja gar nicht sein, wir haben ja Artikel 5. Und das kann ja gar nicht sein, dass da jetzt irgendwie, wir haben ja den Tendenzschutz. Also und wir, unser Grundgesetz muss doch bestehen bleiben. Also das war vielleicht so eine normale Bürgerinnenreaktion auch zu sagen, ja, es ist toll, dass die EU auch versucht, Dinge in den Griff zu kriegen, aber doch bitte, also das kann ja wohl nicht über unser Grundgesetz hinweggehen. Das war so meine erste Reaktion und jetzt habe ich natürlich ein bisschen eine differenziertere Sicht auf die Dinge, aber dieses Grundempfinden bleibt allerdings. Ich und wir sind der Meinung, dass unser Grundgesetz von den Vätern und Müttern sehr, sehr gut entwickelt wurde und nicht in Gefahr geraten sollte durch etwa staatliche Einflussnahme dann eben seitens des Staates EU. Und die sehen Sie jetzt, diese Gefahr? Die dazu Gefahr aber sehen wir an bestimmten Punkten. Jetzt komme ich aber noch zum anderen Teil Ihrer Frage. Also höre ich ein bisschen raus, stören uns die schwarzen Schafe nicht. Selbstverständlich sehen wir das mit großer Sorge. Und selbstverständlich teilen wir den Ansatz, der eingangs auch eindrucksvoll geschildert wurde, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Wir denken nur, dass das nicht auf Kosten beispielsweise unserer bewährten Grundsätze im Grundgesetz geschehen kann und auch grundsätzlich die mangelnde Rechtsstaatlichkeit in gewissen europäischen Mitgliedstaaten nicht über Medienregulierung gelöst werden kann. Vielen Dank bis hierhin. Dann haben wir Professor Dr. Dieter Dörr, den ich schon, also solange ich Radio mache und Medien mache, im Blickfeld habe. Von ihm ist das berühmte Dörr-Modell der bedarfsgerechten Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Das wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, weil es ist leider immer noch nicht durchgesetzt. Medienpolitik ist manchmal Marathon, aber Sie sind als ehemaliger Direktor des Mainzer Medieninstituts, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, schon jeher auch europaorientiert gewesen und haben in diversen Geschichten auch ARD und den Saarländischen Rundfunk als Justiziar seinerzeit natürlich auch beraten. Aber Sie sind inzwischen auch pensioniert und haben aber immer noch die Leidenschaft, Ihre Expertise in die Welt zu tragen. Warum gerade der EMFA? An welcher Stelle sind Sie damit konfrontiert worden? War es ein Auftrag? Also am Anfang hat mich der Europäische Media Freedom Act vor allem als Europarechtler, Medienrechtler und Wissenschaftler interessiert. Ich wurde dann aber danach auch von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, dem WDR, gefragt, was ich davon als Jurist halte. Und ich gieße hier deutlich Wasser in den Wein. Ich halte von dem Freedom Act nicht viel. Nicht wegen seines Inhalts, sondern weil die Union sich hier eine Regelungskompetenz anmaßt, die ihr nicht zusteht, aus meiner Sicht. Ich will das ganz deutlich sagen. Die Union zieht 114 die Binnenmarktskompetenz heran und es gibt in dem Act auch einige wenige Regelungen, die was mit Binnenmarkt zu tun haben. Aber der Schwerpunkt der Regelungen, das macht ja schon die Bezeichnung deutlich, liegt natürlich im eigentlichen Medienrecht, im kulturellen und demokratischen Medienrecht. Und es gibt einen Grundsatz in der Union,
Ich weiß, dass das viele nicht gerne hören, weil sie sagen, Kompetenzfragen sind doch unwichtig. Es gibt einen Grundsatz, die Union darf das regeln, was ihr ausdrücklich von den Mitgliedstaaten zugestanden ist. Und ausdrücklich zugestanden ist ihr die Binnenmarktkompetenz. Ausdrücklich nicht zugestanden ist ihr eine kulturelle Regelungskompetenz. Da gibt es sogar ein Harmonisierungsverbot. Und wir müssen bei einer Regelung immer gucken, wo ist der Schwerpunkt der Regelung. Und der Schwerpunkt der Regelung im Medienfreiheitsgesetz liegt ganz eindeutig im demokratisch-kulturellen Bereich. Die Kommission hat in ihrer Begründung versucht, das geschickt ein bisschen zu umschreiben, aber es wird doch überall deutlich. Es geht um redaktionelle Freiheiten, es geht um öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin sehr dafür, dass die Union sich für die Werte, die im Unionsvertrag verankert sind, dazu gehört auch natürlich die Demokratie, die Freiheit, bei den Grundwerten einsetzt. Und dafür hat sie auch Mittel. Es ist nicht so, dass sie da mittellos dasteht, sondern ganz im Gegenteil, der EuGH hat ihr unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Vertragsverletzungsmöglichkeit, die Klage an die Hand gegeben, etwa bezogen auf die richterliche Unabhängigkeit, weil er Möglichkeiten aufgezeigt hat. Es führt jetzt sehr ins juristisch Diffizile hinein, wie das Bundesverfassungsgericht, dass man selbst diese Normen, die eigentlich objektiv sind, über andere Normen im Unionsrecht einklagen kann und gegen die Mitgliedstaaten vorgehen kann. Aber die Verordnung ist der falsche Weg. Und über den Inhalt der Verordnung können wir auch trefflich streiten. Es ist nicht so, dass da alles unproblematisch ist. Gerade die Aufsichtsbefugnisse sehe ich anders als Frau Nicolai, durchaus kritisch und sehr unklar. Wir werden sehen müssen, was am Ende des Trialogsverfahrens herauskommt. Aber es ist nicht so, dass das alles ganz harmlos ist, sondern da gibt es weitreichende Befugnisse der Kommission. Und wir als Deutsche haben natürlich immer die besondere Sicht, und Herr Kirchhoff hat das vorhin trefflich beschrieben, auf die Staatsfreiheit. Und Staatsfreiheit heißt auch Unionsfreiheit. Ich weiß, auch das hört die Kommission nicht gerne, aber die Kommission darf gegenüber den Medien auch keine Eingriffs- und Aufsichtsbefugnisse haben. Und ich fürchte, die sind in dem Akt mehr angelegt, als Sie, Frau Nicolai, es beschrieben haben. Denn die Aufsichtsbefugnisse sind bisher in den Fassungen, die ich kenne, äußerst unklar. Und es ist bezeichnend, dass übrigens die meisten Artikel sich mit Aufsicht beschäftigen. Das sind ja die allermeisten Artikel überhaupt. Und man fragt sich, warum sind da so viele Artikel über Aufsicht drin, wenn es angeblich gar keine geben soll? Die Frage kann sicherlich gleich Renate Nicolai beantworten. Ich will aber zunächst noch die Runde komplett machen mit jemandem, der nun absolut nicht die deutsche Sicht nur hat. Er spricht sehr gut Deutsch. Relativ gut Deutsch, ja, aber besser Deutsch als ich Bulgarisch zum Beispiel. Er studiert oder er lehrt an der Universität Veliko Tarnovo. Das ist ungefähr 2,5 Autostunden nordöstlich von Sofia, an einer staatlichen Universität, Journalismus. Beschäftigt sich aber eben nicht nur mit bulgarischem Journalismus, aber wird natürlich als Experte immer wieder auch angefragt. Er hat mich gebeten, weil er meint, er kann nur relativ gut Deutsch wahrscheinlich, paar zusammenhängende Sätze an dem Rednerpult sagen zu dürfen. Ja. Das wäre dann Ihre Gelegenheit. Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich mich, Frau Wille, ganz herzlich bedanken für diese Einladung. Ich habe noch gar nicht Ihren Namen gesagt, Entschuldigung. An dieser Konferenz teilnehmen zu können und zu dieser Podiumsdiskussion beitragen zu können. Ich möchte Ihnen zunächst das medienpolitische Umfeld in Bulgarien ganz kurz darstellen, um damit Sie wissen zu können, in welchem Umfeld das EMFA irgendwann implementiert werden könnte. Also es ist nicht so einfach, es wäre nicht so einfach wie in Deutschland zum Beispiel. Die Medienfreiheit in Bulgarien ist im Grundgesetz gesichert, auch in verschiedene Gesetze, aber in der Praxis sehe ich die Lage viel schwerer als in etablierten Demokratien wie in Deutschland oder in Nordeuropa. Wir haben folgende Probleme in Bulgarien.
34 Jahre nach der Wende sind die Medien frei, doch nicht unabhängig. Dramatische Verschlechterung der Medienfreiheit haben wir während der über 10 Jahre dauernden Regierung der Quasi-Mitte-Rechts-GERB-Partei erlebt zwischen 2009 und 2021 mit kleinen Unterbrechungen. Das ist eine klientelistische Partei, deren Führer mit einer quasi autoritären Stil regierte. Während der GERB-Regierungen war Bulgarien das Schlusslicht der Medienfreiheit in der Europäischen Union und auch das Schlusslicht in der Korruptionswahrnehmung in der Europäischen Union. Und diese beiden Probleme sind eng verbunden. In den letzten 2 Jahren hat sich die Mediensituation etwas verbessert. Es gab politische Veränderungen in Bulgarien und das wurde von verschiedenen Ranglisten untersucht und festgestellt. Aber weiter hat Bulgarien viel Ähnlichkeiten mit Ländern wie Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, sogar Griechenland und andere mit seriösen Problemen im Bereich der Medienfreiheit. Unter diesen Umständen sind Mittel wie das EU-Medienfreiheitsgesetz unerlässlich zur Verbesserung der Medienlage in Bulgarien. Sogar würde ich sagen, wir brauchen einen starken EU-Druck, um die Medienfreiheit gesichert zu sein. Und ich würde die Situation in Bulgarien mit der Situation in Deutschland gleich nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, als mit der Hilfe der Alliierten und mit der Hilfe der Lizenzvergaben die Medienfreiheit gestiftet wurde. Und jetzt genießt Deutschland einem hohen Niveau der Medienfreiheit, viel höher sogar als in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten. Ich leite ein Forschungsprojekt in Bulgarien. Es heißt, das Mediensystem und die journalistische Kultur in Bulgarien, Forschung im Lichte der drei Modelle der medienpolitischen Beziehungen von Halin und Mancini. Dieses Projekt findet an unserer Uni statt. Und im Rahmen des Projekts haben wir 4 schweren Sphären von Media Capture in Bulgarien festgestellt. Wir haben ein regulatorisches Kapern. Es wird durchgeführt durch politische Kontrolle über den formell unabhängigen Rat für elektronische Medien und die Kommission für Wettbewerbsschutz. Wir haben zweitens Kontrolle öffentlich-rechtlicher Medien. Sie werden fast ausschließlich vom Staat finanziert und direkt vom Staatsbudget, also nicht von Gebühren, die jedes Haushalt bezahlt. Und es wurden Generaldirektoren ernannt, wie der heutige, jetzige Generaldirektor des staatlichen Fernsehens, die eng mit politischen Parteien verbunden sind, obwohl dieser Rat für elektronische Medien unabhängig sein sollte. Drittens. Es wird die staatliche Finanzierung als Kontrollinstrument verwendet. Ich zitiere, die Medien sind fast ausschließlich auf Werbeeinnahmen angewiesen, bei denen der Staat eine wichtige Rolle spielt. Die Verteilung nationaler und EU-Mittel an die Medien durch die Regierung ist völlig intransparent, was den Handel mit öffentlichen Mitteln gegen günstige Berichterstattung ermöglicht. Das ist aus einem Bericht der Reporter ohne Grenzen 2023. Und viertens, wir haben Eigentumsübernahme und Kontrolle durch Oligarchen, die eng mit den ehemaligen Regierenden verbunden waren. Zum Beispiel die wichtige Mediengruppe in Bulgarien, Nova Broadcasting Group, gehörte 2 Jahre einem der reichsten Bulgaren, der eine lukrative Pharmageschäft, die ehemalige bulgarische Handelsflotte und die erfolgreichste Fußballmannschaft des Landes besitzt. Und er pflegte sehr gute Beziehungen zu den starken Ministerpräsidenten. Es gab Zeichen genug, dass der neue Medienmogul diese Mediengruppe erwarb, dank der positiven Einstellung ihm gegenüber der Kommission für Wettbewerbsschutzes.
Nach der Übernahme ist die Mediengruppe noch regierungsfreundlicher geworden als zuvor. Und noch ein Zitat, der gekaperte Staat hat auch gekaperte Medien, sagt Professor Nelly Ognanova, sie ist Professorin für Medienrecht. Und wie läuft die Diskussion über das EMFA in Bulgarien? In Bulgarien ist diese Diskussion sehr begrenzt. Die Öffentlichkeit kennt das Problem kaum. In der Medienbranche und unter den journalistischen Kreisen wird diskutiert, aber zu wenig. Der überwiegende Blickpunkt lautet so: In einem Land wie Bulgarien mit fragiler Medienfreiheit ist ein Eingreifen der EU absolut notwendig, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Doch der EMFA-Entwurf sei eher stumpf als problemlösend konzipiert. Ich zitiere: Das EU-Medienfreiheitsgesetz, zahnloses oder unnötiges Eingreifen, das, so wurde ein Artikel im Qualitätszeitung Kapital betitelt, und noch ein Zitat: Ein zahnloses europäisches Medienfreiheitsgesetz hat keinen Sinn. Das ist auf der bulgarischen Seite der vom Jurektiv. Es gibt auch Befürchtungen gegenüber EMFA. Die Idee dieser allgemeinen Regulierung der Medien in der EU sei beunruhigend. Das Gesetz sieht die Schaffung eines großen CEM vor, der der Europäischen Kommission unterstellt sein und die Medien in allen Ländern der Union mit gleichem Gewicht regulieren soll. So Sonja Momcilova, Vorsitzende des Rates für elektronische Medien. Ihrer Ansicht nach sei die Journalismusfreiheit in Bulgarien überhaupt nicht bedroht. Und warum sind die Erwartungen an das EU-Gesetz in Bulgarien moderat? Die formelle Anpassung an die demokratischen Standards in der EU, das ist das größte Problem der bulgarischen Gesetzgebung. Oftmals haben wir gute Gesetze, aber mit vielen Schlupflöchern, die es politisch-oligarchischen Interessen ermöglichen, sich mit Hilfe staatlicher Politik und Behörden öffentliche Ressourcen anzueignen und ihre Macht in der Gesellschaft zu erweitern. In der Realität braucht man ein stärkeres EU-Engagement, um politisch-oligarchische Interessen im Medienbereich zu dämmen und bekämpfen. Doch dieses Entwurf hat viele Schlupflöcher. Das Größte im Gesetzesvorschlag ist eine Form der öffentlichen Finanzierung der Medien. Die Werbung für die EU-Programme in Bulgarien ist die Vergabe des EU-Geldes sehr undurchsichtig, nicht erwähnt. Und das Geld aus den EU-Fonds gelten als die größte Korruptionsquelle in Bulgarien. Hier habe ich ganz kurz die positiven und die negativen Sachen des Entwurfs skizziert. Ich werde das streichen und würde sagen, dass in Bulgarien die Experte, die diesen Bereich etwas kennen, sie unterzeichnen, dass in der Verordnung irgendwie thematisiert ist, dass zwei der wichtigsten Probleme vor allem in der Europäischen Kommission Empfehlungen angesiedelt sind. Zunächst die Förderung redaktioneller Unabhängigkeit und zweitens die Maßnahmen für die Sicherung größerer Transparenz der Eigentumsverhältnisse. Wenn über diese Fragen nur die Eigentümer und mit ihnen verbundene Interesse entscheiden werden, existiert ein großes Risiko in einem Land wie Bulgarien. Und nochmals zu den Schwächen des EMFA. Im Entwurf fällt es an klare gesamteuropäisch obligatorische Mechanismen. Darüber habe ich schon gesprochen. Es ist sehr wichtig, mindestens sicherzustellen, dass die Vorschriften keinen Raum für schädliche Interpretationen lassen. Zweitens, der Entwurf basiert zu viel auf freiwilligen Handeln durch die Medien und Behörden, darüber habe ich gesprochen. Auch verbindliche Vorschriften können von Regierungen schädlich ausgelegt werden, wie wird zum Beispiel das Europäische Gremium
für Mediendienste unabhängig agieren, wenn es aus Vertretern der nationalen Regierungsbehörden, Regulierungsbehörden besteht. Und einige dieser Regulierungsbehörden von Regierungen und politischen Führern ernannt sind, die sehr kompromittiert sind im politischen Leben. Und zum Schluss zwei Bemerkungen. In Bulgarien sagt man, der Teufel steckt im Detail. Deshalb ist sehr wichtig, wie das EU-Medienfreiheitsgesetz in der Gesetzgebung implementiert und in der Praxis angewendet wird. Und das politische Umfeld ist noch wichtiger für die Implementierung der Verordnung und der Europäischen Kommission Empfehlungen. In Bulgarien regiert zu diesem Zeitpunkt eine seltsame Konstruktion von drei politischen Kräften. Eine kleine liberale Koalition, die von deren ehemaligen Rivalen, die ehemalige Regierungspartei und noch eine Partei unterstützt wird. Und die letzten zwei Parteien symbolisierten jahrelang das Korruptionsmodell in Bulgarien. Und jetzt unterstützen sie diese liberale Koalition im Schatten des Krieges in der Ukraine. Und ich sehe keine gute Zukunft für das EMFA in Bulgarien unter ähnlichen politischen Konstellationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Menschen am Bildschirm waren eindeutig im Vorteil. Sie haben gesehen, wer Sie sind. Ich habe vergessen, Ihren Namen nachzutragen. Vorhin Ivo Inzov. Injov. Injov war das. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die bulgarische Mediensituation. Und Sie werden sich fragen, aber ist das nicht das Paradebeispiel Ungarn? Ist da nicht in Polen irgendwas vor die Wand gefahren? Bulgarien ist jahrelang auf dem letzten Platz im Medienfreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen gewesen, was die EU-Staaten betrifft, hat jetzt zum ersten Mal, glaube ich, Ungarn um einen Platz überholt. Für zweites Jahr. Das ist ein großer Erfolg in Bulgarien. Aber gestatten Sie mir noch eine ganz kurze Frage mit einer ganz kurzen Antwort, bitte. Mit diesem EMFA, um wie viele Plätze würden Sie nach oben klettern? Wie viele Plätze nach oben? Ja. Es ist zu schwierig, diese Frage zu beantworten. Ungefähr Pi mal Daumen. Würde sich ja, wesentlich 10 zum Beispiel. 10. Ja. Das wäre dann schon ein Erfolg für Bulgarien, auf jeden Fall. Aber zunächst muss man das EMFA abstimmen und danach muss man sehen, wie in Ländern wie Bulgarien implementiert wird. Und wenn viele Möglichkeiten zur Interpretation gibt, werden diese, die an der Macht sind und die mit verschiedenen politisch-oligarchischen Interessen verbunden sind, das sehr gut benutzen. Nachtragen möchte ich noch auch für Sie zur Orientierung. Griechenland ist EU-Land mit der schlechtesten Medienfreiheitssituation. Dann kommt kurz darüber Malta. Das nur so als Groborientierung, weil wir uns immer so ein paar Paradebeispiele raussuchen, wie Polen und Ungarn. Und damit komme ich natürlich zu Frau Nicolai, die auch sicherlich schon wartet, die Argumente von Professor Dieter Dörr zu kontern. Aber verbunden mit der Frage, es ist ja unumstritten, Sie haben den Binnenmarkt im Blick. Was mussten Sie denn alles weglassen bei dieser Verordnung, damit das überhaupt klappt, damit Sie es juristisch wasserdicht kriegen? Also ich glaube, wenn man so ein wichtiges Vorhaben wie den Europäischen Medienfreiheitsakt sich zutraut als Kommission und ihn vorschlägt, sind die Debatten, für die auch Herr Professor Dr. Dörr hier steht, natürlich unausweichlich und sind auch wichtig. Wir hatten das auch zu vielen anderen politischen Themen in Europa, dieses Kompetenzgefüge, das ich als deutsche Volljuristin auch völlig unterstütze natürlich, ist auch immer in der Diskussion gewesen, auch zu anderen Themen. Das ist nicht ganz neu. Und dass wir da unter guten Juristen und Juristinnen unterschiedlicher Meinung sein können, ist auch nicht neu. Deswegen haben wir auch in der Debatte um das Europäische Medienfreiheitsgesetz diese Debatte auch sehr intensiv zwischen den Institutionen geführt. Ist vielleicht für Sie alle auch interessant zu wissen, dass wir durchaus manchmal, wir haben natürlich, das können Sie sich vorstellen, im Maschinenraum der Kommission
sehr, sehr viele Diskussionen gehabt, was kann da rein, was kann nicht. Und deswegen sind auch manche Sachen nicht drin, weil das nicht mehr gedeckt wäre von dieser... Na, die klaren Einkaufsbefugnisse, die sich aus einer bulgarischen Perspektive sicher sinnvoll gestalten, gehen aber dann wirklich nicht mehr. Da bin ich ganz mit Herrn Dörr. Ja, also das war zum Beispiel sozusagen der prinzipienorientierte Ansatz, den wir gewählt haben, ist der Situation geschuldet, dass wir die Subsidiarität wahren wollten, die Verhältnismäßigkeit, den Kontext der Kompetenzdiskussion. Aber wir haben im Rat insbesondere ganz intensive Diskussionen dazu geführt und wir haben sowohl in der Kommission als auch im Rat, sogar auch im Parlament, jeweils Rechtsdienste und es gab einige Mitgliedstaaten, die gesagt haben, wir hätten gerne ein Gutachten des Rechtsdienstes des Rates, in dem die Minister der Mitgliedstaaten zusammen diskutieren, um zu checken, ist das, was die Kommission denn da vorgelegt hat, wirklich auf der Grundlage von Artikel 114 darstellbar. Auch das ist nicht ganz neu. Auch das haben wir bei vielen anderen innovativen, schwierigen politischen Themen durchaus auch als Möglichkeit. Und der juristische Dienst des Rates hat bestätigt, dass der Artikel 114 für das Europäische Medienfreiheitsgesetz als Grundlage dienen kann. Und das war auch ein wichtiger Moment im Rahmen der Diskussion. Auch da, ich meine, man kann immer unterschiedlicher Meinung sein, man kann in der Nuancierung das sicher hier und da anders sehen, aber dass Medienunternehmen ein europäischer Faktor im Binnenmarkt sind, dass auch öffentlicher rechtlicher Rundfunk damit reingehört, wurde bestätigt. Insofern fühle ich mich sehr gestärkt aus dieser Debatte. Und was wir auch gesehen haben jetzt in dieser Diskussion ist, dass natürlich die Perspektiven und das ist der Charme, und deswegen liebe ich es, für Europa zu arbeiten, aber auch die Schwierigkeit, für Europa zu arbeiten. Die Perspektiven sind sehr verschieden. Ob man das aus einer bundesrepublikanischen Brille sieht, mit unserem starken Medienfreiheitstradition, die wir aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, oder ob man das aus einer Situation wie der bulgarischen sieht, wie wir sie gerade sehr gehört haben. Und ich möchte abschließend noch sagen, natürlich ist der Medienfreiheitsakt keine Panacea, um Rechtsstaatlichkeitsthemen zu bearbeiten. Aber es ist nicht richtig, dass wir in diesem Bereich Möglichkeiten hatten, wirklich vorzugehen. Es gab, ich habe Ihnen die Beispiele genannt am Anfang meines Vortrages. In keinem der Beispiele hätten wir eine Möglichkeit gehabt, ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen, Herr Dr. Dörr. Es war nicht möglich. Wir haben es geprüft. Also insofern, auch das gehört zur Debatte dazu. Ich glaube, wir sind insgesamt weitergekommen, weil wir die Rechtsgrundlage wirklich sehr intensiv diskutiert haben. Jetzt nach dem Prinzip First Come, First Go. Zuerst Heike Raab, dann Ferdinand Kirchhoff und dann weiß nicht, wer von Ihnen beiden zuerst, aber Heike Raab, bitte. Ja, ich will die deutsche Position einfach mal einbringen, weil Frau Nicolai hat die europäische dargestellt. Wir haben die bulgarische gehört und sie hat mich eben gefragt, von wann war ich damit beschäftigt. Ich will sagen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren keine Debatte so intensiv geführt und ich habe hier selbst die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit der BKM, Frau Staatsministerin Roth, zweimal im Rat vertreten dürfen und dort auch das Wort ergreifen dürfen und habe mich dort eingesetzt. Wir lassen jetzt mal das mit der Rechtsgrundlage weg, das habe ich auch moniert, dass wir das nicht rein binnenmarktzentriert betrachten dürfen. Aber ich habe dort gefordert, dass wir für Deutschland eine Mindestharmonisierung nur bekommen, die es uns erlaubt, auf der Basis unseres föderalen, dezentralen, komplizierten Systems mit freiwilliger Selbstregulierung aufbauend ein höheres Maß an Medienfreiheit verantwortungsvoll auch weiterhin zu gewährleisten. Und diese Mindestharmonisierung, mit der sind wir noch nicht ganz durchs Ziel. Und deshalb werbe ich heute sehr entschieden dafür. Und ich wage so eine kleine These, dass ich mir nicht sicher bin, ob in Bulgarien oder in Polen oder in Tschechien die Situation durch diesen Rechtsakt besser wird, weil eben diese Regulierung und ein Sanktionsinstrument auf der nationalen Seite auch gewährleistet werden muss. Denn Freiheit ist nur so lange die Freiheit, wie sie auch in den Schranken, die den anderen nicht tangieren, eben auch gewahrt werden kann. Und deshalb haben wir uns so intensiv eingesetzt,
dass nicht eine staatliche Regulierungsbehörde, und hier haben wir die Kommission, ich weiß, es ist ein anderes Gebilde, sui generis, aber dass nicht eine europäische Medienaufsichtsbehörde am Ende auch unser, unsere Subsidiarität verletzt und dass sie unser reguliertes oder Check-and-Balances-Systems der Medienregulierung aufweichen könnte. Ich wünsche das den Kollegen, und ich will aber auch sagen, warum habe ich den Fundamentalwiderstand aufgegeben? Weil ich die Situation, weil ich mit der Rediske von Reporter ohne Grenzen, weil ich im Winter bei der IBU-Konferenz in Vilnius war, dort viele Gespräche geführt habe, auch mit den osteuropäischen Staaten, aber auch mit den Freunden in Italien. Wir müssen nicht immer nur nach Osten schauen, wir können unseren Blick auch nach Südeuropa richten. Ich habe am Ende gesagt, wenn es ein Werk der Mindestharmonisierung ist, dass es uns in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit gibt, die Rechte der Verleger, die besondere Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch die Schutzstandards weiter aufrechtzuerhalten, dann werden wir mitmachen. Wir sind so weit gegangen bis zum Beharrungsbeschluss. Ich musste selbst dem Bundeskanzler erklären, was ein Beharrungsbeschluss des Bundesrates ist. Das ist ein Instrumentarium, das wir seit Entstehen des Grundgesetzes noch nicht angewandt haben. Aber wir haben theoretisch auch im Trilog immer noch die Möglichkeit, die Entscheidung oder das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik zu verändern, weil in der Kompetenz zugehörig oder in der Kompetenzverteilung im föderalen System die Medien bei den Ländern angesiedelt sind und auch die Bundesregierung uns das Verhandlungsmandat übertragen hat bei den Medien betreffenden Sachen und alles andere ist gesagt. Aber mein Engagement, meine Leidenschaft für unser freiheitliches System bleibt bestehen, bis wir durchs Ziel sind. Sehr gut. Dann sicherlich d'accord, Ferdinand Kirchhoff. Eine Antwort darauf, dann auch eine Frage. Die Antwort darauf, ich habe die Befürchtung, wenn wir europäische Medienrechtsregeln haben, sagen ja Minimalharmonisierung, dass das dabei nicht bleiben wird. Und wenn dort klare Regeln kommen, die über das Minimum hinausgehen, dann wird es eine Regelung, die den Medienfreiheitsstandard in Deutschland absenkt. Ich glaube, man kann ohne Arroganz sagen, wir sind in diesem Bereich in der Europäischen Union sehr weit oben. Wenn wir jetzt vereinheitlichen, verpflichtend, wird etwas runtergesetzt. Und da gehen bei mir natürlich als ehemaligen Karlsruher alle roten Lämpchen an. Das ist die eine Gefahr. Das Zweite, die Diskussion führt bei mir zur Verwirrung, soll ja eigentlich aufklären. Frau Nicolai, Sie sagten, das Gesetz hat Prinzipien, die müssen ja konkretisiert werden. Da muss ja nachher eine konkrete Handlungsanweisung rauskommen. Sonst sind Prinzipien nur goldene Worte. Und Sie sagen, das Gesetz hat keinen Aufsichtsmechanismus. Sie hatten zwei Dinge genannt. Einmal, dass man untereinander redet. Und zweitens, dieser Druck der Peer Review. Ich meine, Medienunfreiheit ist ja kein Kind der Unkenntnis der Regierenden, sondern das ist ja gewollt. Aufklären brauchen wir die nicht. Und Peer-Review-Druck in dem Bereich, gucken Sie nach Ungarn und Polen, naja. Und jetzt ist die Frage, wie soll denn das Gesetz überhaupt wirken? Das macht mich jetzt ein bisschen unsicher. Mein bulgarischer Kollege möchte einen Eingriff, also er möchte ein Medienpolizeigesetz, um es mal ganz drastisch zu sagen. Und Sie sagen, ja eigentlich haben wir gar keine Kompetenzen, wir sagen nur mal so die ideale Medienlandschaft. Sind es jetzt nur goldene Worte oder packt das irgendwo recht, hat aber mal eine Folge? Also ich denke nicht gleich an die Vollstreckung, aber da muss doch irgendwas bei rauskommen. Ich würde ganz gerne, dass Sie noch mal kurz auf die Zunge beißen und der linken Seite des Podiums noch Gelegenheit geben, zu intervenieren oder vielleicht auch die eine oder andere Frage noch zu stellen. Ich möchte bloß jemanden zitieren, der heute nicht dabei sein kann, und zwar eben besagte Vera Jourova, die bereits im November in Mainz bei der CONCON gesagt hat, Deutschland müsse sich keine Sorgen machen, weil ich die Beispiele starker Systeme in den Mitgliedstaaten wie Deutschland nehmen und diese Beispiele den Staaten anbieten möchte, in denen die Medien unter einer gewissen Verwundbarkeit leiden. Mhm. Es ist also nicht im Interesse, das beispielgebende Deutschland hier zu schwächen. Das ist erklärte Absicht. Da kann man sie festnageln und zitieren. Das hat sie erklärt. Und sie hat gesagt, wir müssen natürlich darüber reden, wie wir es schaffen können, alle
Marktteilnehmer, will ich jetzt nicht sagen, aber alle EU-Staaten, alle 27, gleichermaßen irgendwie zufriedenzustellen. So, das nur als kleiner Einschub. Und jetzt weiß ich nicht, ob Frau Albert oder Herr Dörr zuerst. Ja, zuerst gerne. Ich knüpfe an Herrn Kirchhoff an und möchte noch mal betonen, der Impfer, und Frau Nicolai hat das ja sehr eindrucksvoll beschrieben, das ist schon ein ganz neuer Schritt. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Dammbruch gegen vorher. Denn es gab ja lange Diskussionen in Europa, ob man wirklich Medienregulierung betreiben soll. Und das, man hat dann mehrere Initiativen gehabt, die immer, bevor sie überhaupt zu einem Gesetzesvorschlag wurden, zurückgenommen wurden. Sondern man hat sich mit reinen Binnenmarktregulierungen beschränkt. Aus gutem Grund, weil man bisher davon ausgegangen ist, weiter reicht die Kompetenz nicht. Jetzt geht man hin und nimmt eine Regelung, die auch Binnenmarktsrelevantes enthält und regelt inhaltlich das Medienrecht mit und sagt dabei, naja, das ist ja nur eine Minimalharmonisierung, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Da will ich zwei Dinge noch zu sagen, die einem auch zu denken geben. Das Ganze kommt ja als Verordnung daher. Verordnungen sind normalerweise Regelungen, die unmittelbar gelten und auch unmittelbar anwendbar sind. Aber wenn Sie die Regelungen angucken, die sind meistens so gehalten, dass sie einer nationalstaatlichen Umsetzung bedürfen. Das war eine Verordnung sehr ungewöhnlich. Es gibt es neuerdings, weil die Grenzen zwischen Verordnungen und Richtlinien immer mehr miteinander vermischt werden, aber es ist ungewöhnlich. Dürfen wir ganz kurz nochmal die Analogie zum deutschen Recht nehmen? Verordnung, ist das was wie ein Gesetz? Richtlinie hat keine Entsprechung. Verordnung ist eine Regelung, auch eine Richtlinie ist ein Gesetz, also im weiteren Sinne. Aber die Verordnung gilt unmittelbar. Die Richtlinie bedarf der Umsetzung. Hier, das ist aber, wenn Sie so wollen, ein Hybrid. Das ist eine Verordnung, die weitgehend einer Umsetzung bedarf. Und wir haben damit den Sprung in die Regulierung des eigentlichen demokratisch-kulturellen Medienwesens. Und da ist schon die Frage, will man das oder will man das nicht? Das war jedenfalls von den Vertragsstaaten so nicht gewollt. Aber ich gebe Frau Nicolai in einem Punkt recht. Sie weiß natürlich, dass die Kommission den 114 viel weiter auslegt. Die wendet nämlich gar nicht die Schwerpunkttheorie an. Normalerweise löst man Kompetenzfragen immer damit, wo ist der Schwerpunkt einer Regelung? Kennt man in Deutschland sehr gut, weil wir auch ein föderal aufgebautes Regelungswesen sind. Das ist aber die EU gegen die Mitgliedstaaten auch. Wir gucken also, wo liegt der Schwerpunkt? Und wir können dann nicht Regelungen damit rechtfertigen, dass sie inhaltlich gut sind. Also der Bund kann auch nicht hingehen und sagen, wir können Schule viel besser, dieses uneinheitliche Schulwesen ist sowieso Unsinn. Wir machen jetzt ein Bundesschulgesetz und dann kommen die Länder und sagen, das geht doch nicht. Und dann sagt der Bund, aber ist doch inhaltlich toll. Darauf kommt es nicht an. Aber Frau Nicolai kann natürlich in Anspruch nehmen, dass es eine unklare EuGH-Rechtsprechung gibt. Der EuGH hat früher die Schwerpunkttheorie angewandt, unbestritten. Und viele meiner europarechtlichen Kollegen sagen, die gilt auch weiterhin. Und ich bin da nicht in Deutschland allein, also in Österreich hatten wir gerade auch eine Konferenz. Alle Europarechtler aus den deutschsprachigen Ländern sagen, das geht kompetenzrechtlich nicht alle, aber fast alle. Da ist die Kommission schon in einer anderen Sichtweise als die europarechtliche Lehre, sage ich mal. Und zwar deutlich anders. Aber es mag sein, räume ich Ihnen gerne ein, dass der EuGH, wenn er angerufen wird, selbst diese Regelung akzeptieren wird. Weil der EuGH, anders als das Bundesverfassungsgericht, sich nicht so sehr als Kompetenzkontrollorgan versteht, sondern früher sogar, jetzt nicht mehr so sehr, als Motor der Integration. Das heißt, wo keine Kompetenz ist, dann legen wir einer durch Auslegung neu fest. Deshalb spricht manches dafür. Das räume ich Ihnen ein, dass das durchgeht. Aber für jemand, der europarechtlich Kompetenzen eben prüft, der wird sagen, das geht eigentlich nicht. Denn wenn das geht, dann kann die Kommission demnächst
über 114 alles regeln, wenn irgendein wirtschaftlicher Bezug ist. Nicht die Kommission, sondern die EU. Sie kann alles vorschlagen, man kann alles regeln. Dann haben wir genau das, was auch übrigens Karlsruhe niemals wollte, die Kompetenz bei der Union. Dann heißt es, die Union kann, wenn sie irgendeinen Binnenmarktbezug herstellt, alles mitregeln. Das Gesundheitsrecht, das Kulturrecht. Und das nimmt sie eigentlich hier auch für sich in Anspruch. Und das ist für mich eine grundsätzliche Frage. Denn, Frau Nicolai, ich sage Ihnen ganz offen, das will ich nicht. Weil ich die Union als eine begrenzt ermächtigte Einrichtung ansehe. Und deshalb, ich kann verstehen, dass die Bundesrepublik aus politischen Gründen einen Kompromiss macht. Aber was ich vortrage, hat der Bundesrat übrigens genau so, nicht mit dieser umfassenden Begründung, in seinem Beschluss zum European Media Freedom Act genau so festgestellt. Und das höre ich auch von meinen europarechtlichen Kollegen genau so. Wir werden sehen, es wird ja wahrscheinlich irgendwann da zu einer Entscheidung des EuGH kommen. Und die wird so oder so ausgehen. Sie haben da durchaus keine schlechten Karten. Aber deshalb, weil eben nicht mehr die Theorie vom Regelungsschwerpunkt angewandt wird. Wenn man die aber nicht mehr anwendet, wie gesagt, dann kann die Union, und sie wird das auch machen, sie wird nicht bei der Regelung stehen bleiben. Wenn die Regelung durchgeht, wird sie weiter Medienbereiche weiter regeln und strenger regeln, aber weniger streng als bei uns. Und ich befürchte genau das Gleiche wie der Kollege Kirchhoff. Es wird eine gewisse Absenkung dann nach unten geben. Und das wird unserer Medienfreiheit nicht gut tun. Ich spreche übrigens wohlgemerkt von Medienfreiheit. Es geht hier nicht nur um Pressefreiheit. Es geht hier um Medienfreiheit insgesamt, also auch um Rundfunk, Äußerungs-, Meinungs- und Pressefreiheit. Denn mich stört immer ein bisschen, dass immer nur von der Pressefreiheit die Rede ist, obwohl wir hier beim MDR sitzen und wir eine in Deutschland, aber auch in Europa ausgeprägte Rundfunkfreiheit haben. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass dieser Begriff schon so lange eingeführt ist. Wir erinnern uns, viele sprechen immer noch von Rundfunkgebühr und wir haben ja auch seit 10 Jahren schon den Beitrag. Insofern drücken wir mal auf dem Podium hier ein Auge zu und sprechen mit der Presse, mit den Zeitungsverlegern, die ja auch nicht mehr nur Presse machen, über die Medienfreiheit in Europa. Lehnen Sie das als Bundesverband genauso ab wie Dieter Dörr? Aber mit welchen Argumenten? Wahrscheinlich nicht mit juristischen. Also wir haben beim Bundesverband viele schlaue Juristen, die genau die Argumente, die er jetzt aufgeführt hat, die Herr Professor Kirchhoff aufgeführt hat, die Frau Raab aufgeführt hat, eben auch genauso sehen. Und ich glaube, ich habe noch nie auf einem Panel so oft genickt wie auf diesem hier. Und das Nicken geht sogar noch weiter. Es dürfte nicht unbekannt sein, dass wir als Verband, der eben die privatwirtschaftlichen Medien vertritt, häufig auch nicht einer Meinung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Bei diesem Thema passt wirklich kein Blatt zwischen uns. Also da haben wir eine ganz enge Zusammenarbeit und eine absolut ähnliche Sicht. Und aus meiner Sicht sollte das der Kommission auch zu denken geben. Ich war ein paar Mal schon sehr enttäuscht darüber zu lesen, naja, jetzt stellt sich eben Deutschland mit Polen und ein paar anderen Problemländern auf eine Ebene und ist gegen alles. Das nimmt aus meiner Sicht dem Problem der Herausforderung, vor der wir stehen, jede Ernsthaftigkeit, wenn wir da ins Polemische abrutschen. Das hat mich wirklich auch enttäuscht, denn ich glaube, man merkt ja auch an der Debatte hier, dass wir natürlich alle darum ringen, dass, ob man es jetzt Pressefreiheit, Medienfreiheit oder irgendwie anders bezeichnet, aber eben um diese Freiheit, seine Meinung zu sagen, bei uns zu erhalten und in anderen Ländern erst so zu ermöglichen, wie sie eben bei uns dankenswerterweise seit gut 70 Jahren existiert. Und da fehlt es mir eben teilweise an der Ernsthaftigkeit in der Debatte im Umgang mit unseren Argumenten. Sie hatten Frau Jourová erwähnt. Wir haben es sehr geschätzt als BDZV, dass wir mit ihr ein persönliches Gespräch führen durften vor einigen Monaten. Sie hat uns Ähnliches zugesichert, nämlich der deutsche Standard, sozusagen Goldstandard in dem speziellen Thema, soll nicht herabgesetzt werden. Passiert ist seither nach meiner Kenntnis nichts.
Also die von uns als problematisch betrachteten Regeln wurden von den Juristen hier hervorragend ausgeführt, kann ich längst nicht so gut machen. Die bestehen weiter, das heißt, es hat sich nichts geändert. Und ich möchte vielleicht schließen mit einer, also diesen Beitrag jetzt schließen, nicht das Panel natürlich, mit einer Frage, die wir, glaube ich, auch mal mit durchdenken sollten, um eben auch die Folgen zu Ende zu denken. Was passiert denn, wenn wir in einigen Jahren eine rechtspopulistische Mehrheit auf EU-Ebene haben? Was passiert dann, wenn dann viel größere Möglichkeiten des Eingriffs und der staatlichen Regulierung durch die EU bestehen? Darf ich noch eine kurze Gegenfrage stellen? Sie denken ja wahrscheinlich an die Gegenwart, wenn Sie mit Ihren Zeitungsverlegern diskutieren. Ist das zurzeit hinter verschlossenen Türen vielleicht auch in Erwägung gezogen worden, dass Sie unter ökonomischen Drücken vielleicht bestimmte Prinzipien aufgeben müssen, dass also die Verlegertradition, die sich über 78 Jahre entwickelt hat, vielleicht abgelöst wird von einer finanzorientierten Tradition, oder dass andere politische Kräfte in Deutschland möglicherweise Verfassungsgerichte in der Macht beschränken, wie in Polen zum Beispiel, dass die Hilfe der EU durch dieses EMFA vielleicht auch ein Zukunftsschutz für Deutschland ist, auch für Verleger? Also wir sehen das Grundgesetz als unseren besten Zukunftsschutz. Ich bin, wie gesagt, nicht Juristin, aber ich bin groß geworden mit dem Stolz auf das, was wir mit Hilfe von außen aufgebaut haben an Grundgesetz, an Checks and Balances. Und es gibt natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht irgendjemand mal zerstören kann. Aber ich glaube, wir sind durch die grauenhaften Erfahrungen unserer eigenen Vergangenheit diejenigen, die da am sensibelsten sind dafür. Und ich habe großes Vertrauen in unser Grundgesetz, so wie es heute aufgebaut ist. Die zweite Frage war die, ob finanzwirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen oder irgendwelche Entscheidungen verändern könnten. Da kann ich sagen, Medien werden nur erfolgreich sein, wenn sie unabhängig Bericht erstatten über Themen, die Menschen interessieren. Und nur dann werden sie auch finanziell wirtschaftlich erfolgreich sein. Die Unabhängigkeit der Redaktion ist für jeden Einzelnen unserer Verleger, da kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, das allerhöchste Gut. Das geht sogar an manchen Stellen vielleicht so weit, dass man wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Oder ich meine, Sie sehen vielleicht, wie wenig wir über Verbandsinteressen in unseren eigenen Medien berichten oder über Brancheninteressen, weil eben schon gar niemand den Eindruck erwecken möchte, dass er auf Diktat der Verleger agiert. Also wir haben da eine unglaublich starke Unabhängigkeit und niemanden, der davon abweichen möchte, und zwar auch, nicht nur, aber auch aus wirtschaftlichem Interesse, weil wir denken, dass wir nur so überhaupt in der Zukunft bestehen können. Vielen Dank. Wir nehmen es gern zur Kenntnis und möchten auch nicht die Gegenprobe irgendwann mal erleben müssen. Jetzt, Renate Nicolai, hat sich viel angestaut. Was ist Ihnen das Wichtigste aus dieser Gegenrede? Was können Sie vielleicht sofort wegwischen und wo nehmen Sie vielleicht auch eine Anregung mit? Also wegwischen möchte ich gerne, dass wir teilweise hier, das hat aber auch sicher damit zu tun, dass ich natürlich in den Verhandlungen, in jedem Entwicklungsstand, mit jeder Veränderung des Textes jeden Tag involviert bin, was nicht jeder auf dem Panel hier natürlicherweise sein kann. Da gebe ich absolut, habe ich auch Respekt vor. Aber zu Ihrer letzten Anmerkung, dass Sie überhaupt keine Veränderung sehen, dann würde ich Sie einladen wollen, also sich die revidierten Texte anzuschauen. Denn gerade der revidierte Text zu dem Artikel, der Ihnen vor allen Dingen Sorge bereitet, da sind sehr, sehr viele redaktionelle Änderungen vorgenommen worden, die, glaube ich, sehr viel Angst nehmen von dem, was in der frühen Debatte um den Europäischen Medienfreiheitsakt doch sehr war. Und da biete ich gerne auch das Gespräch an, aber jedenfalls, das hat sich sehr verändert. Dann würde ich gerne als Botschaft mitgeben, in der Debatte um den Europäischen Medienfreiheitsakt gibt es nicht nur eine juristische Haltung von
Rechtsprofessoren, sondern es gibt auch welche, die das durchaus unterstützen. Auch die sind manchmal auf Panels mit dabei. Also auch das ist wichtig, dass wir hier eine gewisse Sicht haben, aber es gibt durchaus auch andere Sichten. Zu den grundsätzlicheren Fragen, wie kann man das schaffen mit einem Prinzipienansatz? Ich glaube, dass wir, Herr Kirchhoff, im Moment in einer interessanten Phase, das haben Sie ja auch aufgebracht, Herr Dörr, also sage ich auch als jemand, die vor vielen Jahren Europarecht mit Leidenschaft studiert hat, wirklich in einer Phase sind, wo sich die Instrumente, Richtlinie, Verordnung ein bisschen in der Tat vermischen, wo wir auch, wenn wir rechtsgeberisch tätig werden, wozu uns ja auch die Mitgliedstaaten und die Institutionen sehr oft einladen, weil wir auch in schwierigen Situationen insgesamt sind, in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo wir wirklich auch ein bisschen experimentieren über das, was vielleicht mal die Gedanken waren. Und das bedeutet in der Tat, dass wenn Sie sehen, zum Beispiel in dieser Kommission, wie viel mehr Verordnungsvorschläge wir vorgelegt haben im Vergleich zu Richtlinienvorschlägen, dann ist das eine bemerkenswerte Entwicklung. Genauso die Entwicklung, dass wir, ich bin sehr viel beschäftigt mit der digitalen Transformation, KI-Akt, Digital Services Act und all diese Sachen, die versuchen, zukunftsorientierte Regelungen zu etablieren, die auch noch relevant sind in 10 Jahren in einem super dynamischen Bereich, wo man nur prinzipienorientiert arbeiten kann. Und deswegen sind das also aus dem Maschinenraum wiederum der Europäischen Kommission wirklich Ansätze, die horizontal, glaube ich, im Moment mehr Bedeutung haben, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ich bin überzeugt, als letzte Botschaft von mir, dass das gelingen wird, was Frau Raab gesagt hat, was Herr Kirchhoff befürchtet, dass es mitnichten darum geht, ein Schutzniveau, das ein Mitgliedstaat sich selber verfassungstraditionell aufbauend auf Artikel 5 in unserem Fall, auf einer starken Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aufgebaut hat, dass da eine Gefahr besteht von Europa. Es ist ganz klar im Text so, dass es einen vollen Respekt für die Verfassungstraditionen gibt. Es gibt die Prinzipien, von daher, wir wollen andere zu diesem Schutzniveau bringen. Wir wollen, dass auch in Bulgarien diese Aspekte von Staatsferne, von Unabhängigkeit gewährleistet sind. Das ist wirklich eine sehr unterschiedliche Brille, wie wir sie in Brüssel haben. Es geht uns auch nicht um eine Kompetenz. Wir bereiten nicht schon das Folgegesetz vor, wir bereiten nicht mal Durchsetzungsbestimmungen vor. Das sehe ich ganz anders, dass das sofort die Kommission sein sollte. Das sollte dieses Board sein. Das steht auch so in diesem EMFA drin, dass das Board diese Richtlinien entwickeln kann. Das sind unabhängige Medienbehörden, die schon durch die audiovisuelle Medienrichtlinien geschaffen wurden und die wir stärken hiermit. Natürlich, als letzter Punkt von mir, ist die Idee auch, dass wenn wir dann einen europäischen Acquis, also europäisches Recht geschaffen haben, wenn alles schiefgelaufen ist, es nicht ausgeschlossen ist, dass dort, wo der europäische, aber nicht bei den Verlegern, so ist der EMFA angelegt, Herr Dörr, das wissen Sie genau, aber dass es in den Bereichen, wo es um mitgliedstaatliches Handeln geht, dass wir dort auch ein Vertragsverletzungsverfahren auf der Basis des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes in einer fernen Zukunft nicht ausschließen können. Weil Bulgarien jetzt auch gerade angesprochen wurde, will ich auch Ivo Injov, richtig, Gelegenheit geben, einmal eine provokante Frage zu beantworten. Wenn Sie das so gehört haben die ganze Zeit, ist das ein Erste-Welt-Problem, was wir hier diskutieren? Wie bitte? Ist das ein Erste-Welt-Problem? Ist das ein Luxusproblem, was die Deutschen haben mit dem EMFA? Und wünschen Sie sich, dass wir schnell zu Potte kommen, damit Bulgarien 10 Plätze nach oben geht? Aus bulgarischer Sicht ist diese Diskussion viel gehoben. Ja, wir haben viel größere Probleme als in Ländern wie Deutschland. Und wir haben gleichzeitig eine starke Einmischung von politischem Interesse im Medienbereich. Also es werden staatliche Organe und Instrumente benutzt von den Kräften, die an der Macht sind. Und andererseits begibt sich der Staat
nicht sehr pflegend für die Entwicklung der Medien. Sie gibt zum Beispiel Geld der öffentlich-rechtlichen Medien, die viel sind als eine Menge. Und die privaten Medien sagen, das ist eine staatliche Unterstützung. Aber gleichzeitig, es gibt keinen Mechanismus, mehr Geld zu bekommen, damit diese öffentlich-rechtlichen Medien gut funktionieren im Dienste der Demokratie. Also, sie werden finanziert, aber sie sind unerernährt, verstehen Sie? Und das muss irgendwie geregelt werden. Und das Problem der Vergabe des EU-Geldes für die Werbung der EU-Programme, das ist ein sehr wichtiges Problem, finde ich, in Ländern wie in Bulgarien, wo der Werbemarkt in Krise ist, wird immer begrenzt und der Staat wird einer der größten Werbegeber. Und dieses EU-Geld wird ganz undurchsichtig vergibt vom Staat und verschiedene Ministerien und Agenturen kaufen sich so Medienliebe. Und das ist EU-Geld. Das muss irgendwie geregelt werden, wie dieses Geld vergibt wird. Und deshalb plädiere ich für eine aufklärerische Medienregulierung auf der EU-Ebene. Also nicht alles muss reguliert werden, aber es muss aufklärerisch gemacht werden. Bulgarien braucht mehr Regulierung auf der EU-Ebene. Jetzt hören wir noch, ich leite damit die Schlussrunde ein, weil mit dem Blick auf die Uhr haben wir noch 10 Minuten. Heike Raab hat sich gemeldet, dann möchte ich von Ihnen noch kurz was hören, das passt in Ihren Vortrag über Medienverantwortung auch runtergebrochen auf den einzelnen Journalisten. Dann noch Frau Nicolai und dann die linke Seite meines Podiums. Aber bitte, ich sag mal, maximal 2 Minuten. Heike Raab. Ja, für mich ist Medienpolitik Demokratiepolitik und deshalb ist das Engagement so wichtig. Und wir sehen alle, dass Medien in ganz Europa unter Druck sind. Und ich bin sehr dankbar und bestärkt auch von der Keynote von Herrn Professor Kirchhoff, denn er hat deutlich gemacht, die wirtschaftlichen Grundlagen und die Unabhängigkeit sind entscheidend. Der Schutz von Journalistinnen und Journalisten, aber auch dieses freie Handeln, welches wir hier haben. Und ich verstehe Sie sehr gut mit der Brille aus Bulgarien, denn was uns fehlt und was der EMFA nicht gibt, ist, dass wir außer den Transparenzvorschriften ein wirkliches Medienkonzentrationsrecht in Europa haben. Wir erleben, dass nach dem Ableben von Herrn Berlusconi, der Anteile an einer großen privaten Sendergruppe hat, auch ein tschechischer Investor mit dabei ist, der große Energiekonzerne hat und der auch eine politische Haltung hat. Bei uns ist es aber so, dass die Anteilseigner oder die Shareholder-Anteile nicht gewisse Maße übersteigen dürfen. In Ihrem Land wäre das wahrscheinlich in dieser Form nicht so machbar. Und deshalb ist im Wettbewerbsrecht, im Fusionsrecht, brauchen wir besondere medienspezifische Aspekte, genau wie bei der Plattformregulierung. Und das will ich damit abschließen. Manches kann der EMFA auch ein bisschen heilen. Wir haben beim Digital Services Act das Medienprivileg vergessen und ich hoffe, es gelingt uns in Artikel 17, dieses eben einzuflechten. Will damit aber nicht Tür und Tor öffnen, dass immer mehr dorthin geht, aber wir eben auch so ein kohärentes System brauchen. Wir doktern manchmal immer nur an einer Sache rum, aber diese Medienwelt ist so komplex geworden und wir werden überfrachtet von US-amerikanischen Plattformen, chinesischen Plattformen mit TikTok, wo auch die Öffentlich-Rechtlichen in einer besonderen Herausforderung sind, wie sie damit jetzt umgehen. Und damit mache ich das nächste Panel für nächstes Jahr auf. Sehr gut. Ich glaube, man hat Ihre Einladung verstanden. Professor Kirchhoff, Ihr Statement war ja vorhin, mehr Verantwortung nicht in die EU delegieren, sondern runterbrechen auf jeden einzelnen Journalisten. Vielleicht eine Botschaft, wie das gelingen kann. Botschaft, wie das gelingen könnte, also ich will jetzt nicht sozusagen den Handwerkskasten aufmachen, aber dass man sich im Binnenbereich jedes einzelnen Mediums vielleicht mal zu Ende des Jahres überlegt, im Sinne
einer journalistischen Medienbilanz. Was haben wir gemacht? Wo haben wir das falsche Pferd gesetzt? Haben wir überhaupt auf ein Pferd gesetzt? Und Ähnliches. Und dass man schon vorher, also man braucht kein Advocatus Diaboli, aber dass man das ganze Geschehen abbildet und nicht immer nur das Gängige wiederholt. Also ich muss sagen, das ist eine ganz persönliche Betroffenheit. Ich bin fanatischer Zeitungsleser, ich habe 5 Tageszeitungen abonniert. Sie können die großen deutschen Tageszeitungen so durchscannen. Da steht fast überall dasselbe drin. Ich nehme jetzt mal den Kulturteil aus, das ist was anderes. Und das sind vorgestanzte Meinungen. Da brauchen wir gar kein ChatGPT oder so, sondern die sagen immer nur dasselbe. Dass man auch mal sagt, was haben wir denn an Neuem gebracht? Wo klemmt es? Anderes Beispiel, bei den Nachrichten, wenn Sie heute gucken oder die Tagesschau, dann es brennt im südchinesischen Meer, Taiwan, lichterloh, das findet dort überhaupt nicht statt. Stattdessen kriegen wir 5-minütige Beiträge, ob bei uns das Wetter zu heiß ist. Das ist auch wichtig, aber das möchte ich doch nicht jeden Abend hören, sondern was Neues. In dem Bereich, also es heißt auch nicht back to the basics, sondern fair berichten und sich das auch mal klar machen und mal sagen, was haben wir eigentlich in den Nachrichten immer gebracht? Haben wir nur Lehrstücke gebracht? Waren das alles nur Schüler, die da saßen? Oder wollten wir was Neues bringen und Vielfalt bringen? Danke, Frau Albert. Ich möchte eigentlich noch mal unterstreichen, was oder unterstützen, was Frau Raab sagte. In der Tat beginnen auch aus unserer Sicht die Probleme der Medienfreiheit bei der Konzentration beim Owner. Wir brauchen mehr Good Owner von Medienhäusern, die eben auch Medienfreiheit ernst nehmen. Wie ist das möglich? Das ist aus unserer Sicht nur möglich, wenn die wirtschaftlichen Grundlagen auch vorhanden sind für Medienbetrieb in einer digitalen Welt. Wir sehen natürlich die Bemühungen der Kommission mit DSA und DMA hier zu unterstützen. Aus unserer Sicht gehen die an einigen Stellen noch nicht weit genug. Das Problem des DSA hat Frau Raab auch schon hervorragend beschrieben, muss ich nicht ergänzen. Beim DMA hätten wir noch uns stärkere Maßnahmen zur Regulierung der Plattformen gewünscht. Und wenn ich insgesamt noch einen Wunsch äußern darf, dann wäre der in der Gesetzgebung oder in der, beim Formulieren der Verordnungen, um den Begriff nochmal aufzunehmen, die vielfältigen Herausforderungen und Auswirkungen, die auf die Medienwelt dadurch entstehen, auch viel stärker mit in den Blick zu nehmen. Wir stehen als Verbände, und da spreche ich jetzt nicht nur für unseren Verband, sondern auch für andere Medienverbände auf Bundes- und Europaebene, immer sehr gerne zur Verfügung, um hier Sparringspartner zu sein und frühzeitig im Prozess auch anzumerken, wo womöglich Gefahren für das wirtschaftliche Treiben der Medienbranche entstehen. Kurze Frage, Herr Professor Dieter Dörr, Sie waren noch mal in der KEK, in der Kommission zur Ermittlung der Konzentration. Ja oder nein, brauchen wir eine europäische KEK? Wir brauchen keine europäische KEK, aber wir brauchen ein strenges europäisches Wettbewerbsrecht. Da bin ich übrigens sehr für viele Regelungen, die auf europäischer Ebene getroffen wurden. Und KEK, da ging es ja um Vielfaltsicherung. Da ging es nicht um wirtschaftliche Vielfalt, sondern um Vielfaltsicherung. Ist ein spezielles Modell des deutschen Medienrechts, was auch inzwischen völlig in der Vergangenheit stecken geblieben ist und hinten und vorne nicht mehr stimmt. Aber das wäre eine ganz neue Diskussion wert. Was ich aber nochmal unterstreichen möchte, ich kann die Analyse der Kommission sehr, sehr gut nachvollziehen beim Europäischen Medienfreiheitsgesetz. Ich kann auch die Problembeschreibung nachvollziehen, aber ich finde den Weg, um es ganz deutlich zu sagen, wirklich vom Ansatz her falsch. Die Europäische Kommission und Europa sollten kein Medienrecht betreiben, sondern Wirtschaftsrecht. Und drittens, ich möchte den nachdenklichen Ausführungen von Herrn Kirchhoff ganz nachdrücklich zustimmen. Ich mache mir ganz ähnliche Gedanken und möchte auch seinem Appell zustimmen, dass da nicht der Regulierer gefordert ist, sondern die Journalisten selbst. Das ist ja so ein bisschen unser Thema,
nicht mehr Vielfalt und mehr Journalismus durch mehr Regulierung, sondern gerade durch das Setzen auf Freiheit. Denn was will das Bundesverfassungsgericht? Ein freiheitliches System. Ich bin ein Anhänger eines freiheitlichen Systems und deshalb hinterfrage ich Regulierungen immer sehr, sehr genau. Und deshalb bin ich bei dieser Regulierung auch sehr, sehr kritisch. Sehr schön. Ich bedanke mich bei den Panelisten, will allerdings mit einem kleinen Bonmot enden. Vielleicht erinnern Sie sich, 1988 hat die Europäische Gemeinschaft sich auf eine Verordnung über Maximalkrümmungen bei Salatgurken geeinigt. Da hatte man versucht, tatsächlich alles in eine Gurke zu pressen. Diese Verordnung gibt es nicht mehr. Das ist die Hoffnung, wenn sich tatsächlich die EMFA hier als, ich sag mal, nicht wirklich regelbar als Papiertiger entpuppen sollte, bin ich sehr optimistisch, dass man da nachbessert oder diese Verordnung verabschiedet und etwas anderes, was Neues aufsetzt, um die Medienfreiheit in Europa, in den EU-Staaten zu sichern. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche dem Kongress, dem dritten Public Value Kongress, noch einen guten Verlauf. Vielen Dank.